Als nächstes reagieren wir auf Selina und die hat eben, also ich habe noch nie ein Video von ihr gesehen, außer bei Moritz, aber die hat so einen Pizza-Automaten getestet und weil ich ein richtiger Pizza-Freak bin und ich diesen Pizza-Automaten bei TikTok gesehen habe und ich schon fast überlegt habe, dort hinzufahren, um diese Pizza zu testen, aber sie das schon jetzt gemacht hat, vor 50 Minuten, habe ich überlegt, dass ich darauf reagiere und wenn es spannend ist, dann fahre ich da auch hin. Also wollt ihr, dass ich da hinfahre? Also, ja. Wir werden sehen. Ja, so ein Pizza-Automat. Also, habt ihr das schon mal irgendwo gesehen bei TikTok oder so? Ich habe das nicht mal bei TikTok mal gesehen. Ja, habt ihr alle schon gesehen bei TikTok, ne? Ja, okay, wir schauen mal rein. Komm schon. Für Alina, Komm, oh mein Gott. Hold on. Oh, voll das coole Intro. Also, ich hab noch nie ein Video von ihr gesehen. So jetzt. Einfach so. Zum Video mal auf Selina, Leute. Wir werden heute zu einem Pizza-Automaten gehen. Ich habe den auf TikTok gesehen. Ich dachte so. Ah, ich auch. Okay, erzählst du mal Inga davon? Inga war damit einverstanden. Also fahren wir gleich los zu dem Pizza-Automaten. Und Leute, ich bin schon aufgeregt, weil ich frage mich, wie wird die schmecken? Wird die gut schmecken oder schlecht? Aber ich habe das Gefühl, das war's mit der Quali. Die wird schon gut schmecken. Aber ich sollte mir nicht zu viel erhoffen. Okay, wir gehen jetzt los. Kommt. Sowas gibt's eigentlich nur so in Japan oder so, wo es so verrückte Automaten gibt. Mit so Burger und so. Ja. Ohne Egg? Fühl ich. Lernt. Wie sieht's endlich beim Pizza-Automaten, Leute? Und wo ist der? In welcher Stadt ist es? Egal, wird sie wahrscheinlich noch sagen. Vor uns waren vier Leute hier, deswegen ist der schon im Betrieb. Das heißt, der Ofen ist vorgeheizt. Hier. Ah ja. Wow, die haben schon viel Auswahl. Das ist so krank, das ist so cool. Also, wer auf diese Idee gekommen ist, einen Pizza-Automaten zu machen, ey. Kuss geht raus an diese Person. Auf TikTok hat Margarita Pfeffer gekostet, ne? Also, just wanna say. Inga, die haben sogar Pizza Rucola. Ja, aber die wird safe. Was ist eure Lieblingspizza? Schreibt mal rein. Ich habe meine Lieblingspizza ist Margherita. Ich esse immer Margherita, weil es einfach. Mein Ziel ist es, habe ich auch schon im 24-Stunden-Stream gesagt, die beste Margherita der Welt zu finden. Und ich muss sie testen. Ich muss diese Pizza Margherita von diesem Automaten testen. Ich muss da hinfahren. Ich nicht genauso schmecken. Wollen wir ausprobieren? Mm-mm. Aber wenn wir einfach Pizza Margherita nehmen, ist lame, Leute. Das heißt, wir müssen eine Pizza Margherita. Nein, das ist nicht lame. Das ist überhaupt nicht lame. Pizza Margherita ist. Ach, Digga, das ist. Ja. Okay, Freunde, ich nehme Pizza-Fungi, weil ich brauche eine mit Belag. Ich brauche eine mit Belag, damit ich sehen kann, ob die gut ist oder nicht. Zugang zu meinem Warenkorb, Bestellung bezahlt. Ja, Selina zahlt. Also da noch so ein Casino drin. Eingebaut ist da noch so ein Casino eingebaut. Wie lustig. Nein. Krank, 3 Minuten dauert es. Die Pizza ist fertig, Leute. Ich habe mich, glaube ich, so fett verbrannt, weil, wie ihr seht, ist da unten. Ist sie geschnitten? Ist sie nicht geschnitten? Was sagt ihr? Ich sag, sie ist nicht geschnitten. So ein Keller. Wer soll die auch schneiden? Da ist ja niemand drin in diesem Automat. Also, glaube ich zumindest. Aus Metall und der war gerade eben so heiß, Alter. Wenn ich da keine Brandblase bekomme, dann weiß ich auch nicht, Leute, weil das hat echt weh. Ich habe bis jetzt noch Schmerzen. Aber jetzt vergessen wir mal diesen Keller da unten, ne? Ja, dreh erstmal die Pizza um. Sondern es geht hier nicht um den Teller, sondern um die Pizza. Oh, das schaut gleich. Die ist nicht mal geschnitten. Nein. Okay, Leute, die Pizza ist nicht geschnitten. Aber ist kein Problem für Selina, weil ich kann auch einfach reinbeißen, richtig? Ich muss nur die Ansätze ist fein, man muss die Pizza immer schneiden. Man muss halt real talk immer die Pizza schneiden in meinen Augen. Zum Weg finden wir, weil der Teller da unten, der irritiert mich, weil der ist sehr, sehr heiß. Also wirklich sehr, sehr heiß. Falls ihr es mal ausprobiert, pass auf, weil das ist echt heiß. Aber die Pizza an sich ist schon geil geworden. Der Käse könnte mehr am Rand und die Fungis, ich mag diese mit also diesen wir, Haaren wir, nicht. Diese, das wir sagen, sie sieht schön aus, die Pizza. Deswegen, ja, ganz okay. Aber die Pizza an sich ist, wie gesagt, okay, nicht so knusprig, aber auch nicht zu schlecht, weil das kommt aus dem Automaten, Leute. Was will man erwarten? Es wäre aber übelst cool, wenn es noch Getränke geben würde. Gibt es aber nicht, aber hier ist ein Getränkemarkt, deswegen an das Paletti. Achso, und ich möchte nebenbei bemerken, Leute, der Pizzaautomat hat 24/7 offen. Das wäre heftig. Also so ein Pizzaautomat vor meiner Haustür oder in... Wie geil wäre es, wenn hier so ein Pizzaautomat wäre? Also der ist ja viel zu wenig Platz, aber das wäre schon heftig. Also so als Idee. Also das ganze Jahr komplett die ganze Zeit offen, ne? Also falls ihr Bock auf Pizza habt und broke seid... Wo ist es? Geht dahin, weil es kostet 6 Euro oder so. Wo ist es? Ach, egal. Soll ich da einfach reinbeißen? Es war nur Teig, aber der Teig ist egal. Diese Bisse hier draußen, die waren nur der Teig, Leute. Aber jetzt kommen wir zum Käse, zur Tomatensauce, zu den Fungis, zu den Champignons. Mhm. Das ist schon gut.
Ja, also Leute, ich bin schon... Es schmeckt gut, also... Traurig, dass sie nicht geschnitten... Da, warum nicht, ne? Also... ist, aber die schmeckt schon gut, also ich bin echt begeistert. Dafür, dass sie 3 Minuten gebraucht hat, okay, sorry, 3 Minuten und 20 Sekunden, ne, aus einem Automaten kommt, ist sie schon gut. Aber das ist würzig. Es schmeckt... Ich will wissen, wie diese Pizza schmeckt. Das ist mein Lebensstil, ist zu wissen, wie diese Pizza schmeckt. Ich muss sie testen, ich muss da hinfahren und die testen. Nach was? Nicht nur nach nichts. Oh mein Gott, nicht dumm. Anstatt, dass ich es einfach abreiße, habe ich die ganze reingebissen. Wäre ich dieser Pizzabäcker, würde ich... Wahrscheinlich ist da jemand drin, der die Pizza backt. Nicht so viel Gewürz drauf machen, weil ich schmecke so. Da richtig, richtig viel Gewürz. Ich würde den Käse bis zum Rand machen. Und knuspriger den Rand. Sonst ist eigentlich alles gut, Leute. Aber ich würde die nicht nur 3 Minuten, ich würde die 4 Minuten drin lassen, weil die ist schon ein bisschen zu weich. Aber sie schmeckt nach was, Leute. Und sie ist nicht schlecht. Ich habe nur so viel zu... Ja, sollen wir eine holen? Weißt du, was nicht schmeckt? Bei Mannheim? Wo ist Mannheim? Okay. Das schmeckt nach Baguette, nach diesen Mozzarella-Baguettes. Leute, wisst ihr, wie das schmeckt? Mm-mm. Das schmeckt wie diese Mozzarella-Baguettes da, die man... Ich weiß nicht, wie ein Mozzarella-Baguette schmeckt, deswegen... Bei Kaufland kaufen kann. Aber nicht im Schlechten, also nicht im Negativen gemeint, Leute. Weil die sind gut, die Baguettes. Und die sind auch gut, das heißt auch gut. Ich bringe, glaube ich, auch eine für Egg mit, wenn sie mir das Geld zurückgibt. Ich rufe sie jetzt an und frage, ob sie auch eine möchte. Alina? Ja. Willst du auch eine Pizza? Nein. Wie kann man da Nein sagen? Wieso sagt ihn nein? Ich zahle auch. Nein, ich will nicht. Tschüss. Oha. Vielleicht nicht. Okay, also eine Margarita. Bis gleich. Wie könnt ihr eine mitbringen können? Hätte ich ja gesagt. Das Lernen tut ihr nicht gut, Alter. Wie, sie will keine Pizza? Wie, sie will keine Pizza? Hä? Leute, Alina will immer Pizza. Immer. Man muss vorschlagen, ey, willst du Pizza? Sagt ja, sie hat direkt ja. Wieso sagt sie jetzt nein? Sie sagt nein. Und dann wartet sie ein paar Sekunden, sagt tschüss. Und sagt sie nein, ich will wirklich nicht. Das war ein Zeichen, die will doch. Leute, was für ein Automat würdet ihr machen, wenn ein Pizza-Automat würde ich machen. Machen könnte. Ja, also es gibt auch so Firmen, die machen halt so Automate. Aber man muss ja wissen, was man machen will. Ich glaube, ich würde wirklich, das kommt jetzt komisch rüber, aber so ein Haargummi-Automat machen. Weil jedes Mädchen verliert immer ihre Haargummis. Ja, ich verliere auch immer meine Haargummis. Und wenn du auf Straße bist, zufällig so 20, 30 Cent hast, dann kannst du das da reinwerfen, hast du ein Haargummi. So, okay, nicht ein Haargummi, so safe 3 Stück für halt pro 10 Cent so ein Stück. Das wäre voll logisch, Leute, weil zum Beispiel ich habe jetzt auch kein Haargummi, aber ich esse gerade eben. Ich wollte meine Haare zusammen machen, ich habe kein Haargummi. Okay, Freunde, wir holen jetzt eine Pizza für Alina zum klar. Start hier berühren, ne? Gut, und es gibt schon... Wieso sagt ihr nicht, wo das ist? Ich will wissen, wo das ist. Viel Auswahl. Ich will auf jeden Fall hinfahren. Ritter, Salami, Leute, soll ich da hinfahren? Soll ich da hinfahren, diese Pizza testen? Schreib mal ein anderes ja. Und Video machen darüber. Ich weiß nicht. Denkt ihr, der Rucola wäre richtig klar, so vertrocknet? Dann Schinken, Salami. Düsseldorf. In Düsseldorf ist es. Pizza, Automat. Smart Pizza? Okay. Wo ist denn das? In Saarbrücken. Am Arsch der Welt. Ja, wahrscheinlich. Da muss ich extra hinfahren, um das zu... Ach, das war's wieder komplett. Egal, ich werde recherchieren, wo das ist. Und dann werde ich da hinfahren, wenn das nicht zu weit weg ist. Oh, Sojo. Dann hier noch Pizza Thunfisch, aber es ausverkauft. Testpizza? Nur für die? Ja. Nur ich muss wissen, wie das schmeckt. Die müssen auf jeden Fall in Köln oder Düsseldorf so einen Automaten hinbauen. Ausgewählten Tester. Ja, wir sind leider kein ausgewählter Tester. Für Alina nehmen wir eine einfache Margarita. Aber es ist traurig, dass man hier nicht irgendwie so... Oh mein, es gibt nur noch 3 Stück. Ah, da sieht man die Anzahl. Ja. Wisst ihr, was auch richtig cool wäre? Wenn man Getränke auswählen könnte, aber es geht leider nicht. Und noch wenn nicht. Man mit Karte zahlen könnte. Ja. Aber ey, man kann mit 10 Cent Stücken bezahlen. Ich würde hier echt stehen, so die ganze Zeit 10 Cent einwerfen, Leute. Vertraut mir, ich würde es echt machen. Ich will jetzt auch dieses Angebotscode, aber ich hab den nicht. Dann Bargeld. Aber... Stellt mal vor, es wird so in 10 Jahren gar keine Restaurants mehr geben, sondern nur noch solche Automaten, wo du einfach einen Geldschein reintust und dann das Essen rauskommt, halt fertig, so verpackt. Das ist krank, wie weit die Technologie schon ist und man einfach fast keine Menschen mehr braucht, um was zu machen. Okay, die Menschen müssen das halt schon noch auswechseln, halt neue Pizza reintun und so. Aber irgendwann mal ist das auch automatisiert. Nein, der will noch 1 Euro. Heilbronn, okay. Nutzen Sie Ihre Chance auf ein kostenfreies Produkt. Okay, komm schon. Für Alina. Komm, oh mein Gott. Knapp. Ah, nein! Produktpreise. Hat doch da so ein Casino drin. Also so ein
so ein Glücksding. Also was für Casino, was laber ich für Müll. Also da so ein Glücksrad drin ist. Oh, wie nennt man das? Ja, ist ganz okay für eine Margarita. Benutzerfreundlichkeit ist chillig, nur dieser Lärm da gerade irgendwann hat genervt. Zugänglichkeit von. Produktauswahl ist ganz okay. Mein Bruder hat mir geschrieben, ich fahre mit dir zum Automaten. Sag nur wann. Ja, easy, easy. Okay, wenn das nicht so weit weg ist, dann fährt dein Bruder mit mir dahin. Nice. Ich möchte nur Tester werden. Aber danke für deine Meinung. Aber Freunde, da müsste irgendwie so ein Warnhinweis stehen, Alter, dass da unten... My Pizza Butler heißt es. Okay, warte. Google das jetzt. My Pizza Butler. Ist no Werbung, aber... Okay, Heilbronn. Metallplatte ist und die heiß ist. Weil jetzt ist okay, jetzt ist sie wieder abgekühlt, aber davor war sie echt heiß, Leute. Aber Leute, wisst ihr, was auch richtig geil ist? Dass der nicht mit dir redet. Weil ich hasse, wenn die mit einem reden. Ist doch voll egal, ob die mit einem reden. Obwohl... Ja, nee, ich finde das echt komisch. Hold up, das ist cool. Was bist du denn, wenn ich nicht nehme? Okay. Okay, Freunde, jetzt kommt die Pizza von Alina. Soll ich Moritz fragen, ob er mit möchte dorthin? Ob er das cool findet? Ich mach Moritz jetzt eine Sprachnachricht. Ey, ich bin gerade im Stream und ich habe gerade auf so einen Pizza-Automaten reagiert. Und hast du Bock, da hinzufahren? Es gibt so einen Pizza-Automaten, Junge, da kann man einfach Geld reintun und dann kommt eine Pizza raus, frisch gebacken. Oh! Und diese die sieht unnormal geil aus, die sieht aus wie im Restaurant. Hot aus. Also für ein Automat sieht das schon mal aus. Wie lange denkst du, hat die gebraucht? 6 Minuten. 3. Oh. Ja. An dem Teil habe ich mich verbrannt, weil das Metallteller ist und der warm ist. Digga, man denkt, jetzt zerreißt so ein Stein oder so, Alter. Wie ich sehe, ist deine Tabelle erweitert worden, Alina. Sozialkunde. Schon zusammengefasst, gefasst. Aus. Es geht gar nicht mehr um Pizza hier. Okay. Wir gucken als das nächste Video. Es geht gar nicht mehr um Pizza. Aber auf jeden Fall, ich habe jetzt. Moos hat die Sprachnachricht gehört. Okay. Er hat eine Sprachnachricht geschickt. Okay. Moos hat eine Sprachnachricht geschickt. Digga, ich bin gerade so fucking salty immer noch wegen gestern. dass ich durchgefallen bin. Das kannst du auch gerne einfach. Streams. Ich hab grad die fucking. Ich hab grad so ein Bild bekommen, Digga, wie alle jetzt bestanden haben. Ah. Jeder hat bestanden, außer ich, Digga. Weil ich ja als einziger meine verfickte Prüfung einen Tag früher machen musste, Digga. Und die anderen hatten jetzt wohl irgendwie so einen ehrenvollen Prüfer. Nein! Digga, ich hab einfach verschissen, Digga. Ich hab einfach reingeschissen. Ja, okay, Moritz hat ein bisschen viel beleidigt in der Fahrnachricht, weil er, glaube ich, richtig abgefuckt ist, dass er die Prüfung, seine Fahrdingsprüfung nicht bestanden hat. Aber also heißt. Dass du willst mit zu dem Pizza-Automaten. Er hat mir das Bild noch gesendet. Vor und nach der Prüfung. Das, meine lieben Freunde, war es komplett. Ich kann mit Zug zu dem Pizza-Automaten fahren, weil ich immer noch nicht meinen Führerschein. Oh Mann. Ja, Leute. Ich will auf jeden Fall dahin fahren. Ich will wissen, wie diese Pizza schmeckt. Ich muss es wissen, wie die Pizza schmeckt.